Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 5. Zusammen mit Max. Hallo, servus. Wir sind beim Öl angelangt. es waren übrigens keine Muni mehr hinten, das ich übersehen hatte, will ich nur mal so sagen. Typisch Frau, wie sie das jetzt noch erwähnen muss, ey. Na klar. Geil, wie du dich da ganz lässig dahin lehnt. Ja, ich hab gedacht, du machst jetzt ein paar Fotos von mir. Ach so. Klick, 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 klick. Selfie-Time. Da ist er. Der andere. Was? Ja, sag ich dir in der Pause. Okay. Secret. Oh. Secret? Secret. Victoria's Secret. Wie wir den jetzt... Alt... Ernsthaft? Da bin ich jetzt mal gespannt, was du von dir vergessen, was du mir sagen willst. Mach ich. Ich bin auch neugierig. Ach nee. Ich weiß, dass du neugierig bist. Ich werde es schon nicht vergessen. Komm, mach mal so. So. Wenn ich charmant wäre, dann würde ich sagen, ich kann nie etwas vergessen, was mit dir zu tun hat. Das sind ja mal Versprechungen. Charming Boy. Also. Nochmal, falls es dadurch zu irgendwelchen Fragezeichen kommt von euch. Nein, wir sind nicht zusammen. Ah ja, die gute Frage. Will ich nur mal so sagen, weil, ne? Wir werden öfters gefragt. Nein. Das stimmt echt. Wobei ich öfters gefragt werde als du. Ja, stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Klar, weil die Leute neidisch sind. So sieht's mal aus. Dass ich dein Freund bin. Was? Dass du mein Freund bist? Ja. Nein, dass ich dich als Freundin hab. Was ja nicht so ist. Ja. Meine Freundin ist blond. Ja. Klingt jetzt auch total nett. Aber ja, ist so. Und schaut mega gut aus. Das stimmt. Mhm. Will ich nur mal so sagen. Mega gut. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was ich hier drehe, aber ich drehe einfach mal. Ich geh mal hoch. Natürlich, da stehen minimum 4 Stück hinter dem Container. Klar. Oh nein. So eine geile Szene. Alter, was? Eine sehr, sehr geile Szene. Hinterm Container. 1 Meter Platz, 4 Leute kommen raus. Die sind alle dünn. Was, sind die alle dünn? Ja. Ja, das stimmt. Warte. Müssen wir da immer rübergehen, oder? Ich versuche jetzt gerade eben erstmal hier alle zu töten, ne? Oh! So. Geht's dir gut? Mit dir. Ja, ja, alles bestens. Ich krieg noch nichts mehr auf. Kann noch nichts mehr nehmen. Das gibt's doch nicht. Aber weißt du was? Warte mal. Du bist bei mir, oder? Ich steh direkt vor deiner Nase. Okay. Ja, ich habe mein Inventar offen gehabt, da sehe ich nichts. Handgranate. Ja, die würde ich eigentlich auch gerne aufnehmen, weil die ist echt mega geil. Ach, diese scheiß Ei blockiert mich. Ist es doch. Achso. Ja, die Magnum, die brauche ich halt eigentlich gerade momentan überhaupt nicht. Die hätte ich mal ablegen sollen. Ja, ich habe auch viel zu viel Waffen dabei. Hast du hier schon betätigt? Nee, gell? Nee, habe ich noch nicht. Noch nicht. Dann tue ich das. Machen Sie das. Oh, geil!
Mach jetzt nicht einen auf Rambo, ne? Juhu! Lara! Viel Spaß, Lara. Wünsch dir gutes Gelingen. Kann ich das Ding rüberholen nochmal? Ja, kann ich. Oh nein, nein! Weg! Du wirst zersägt! Du wirst zersägt! Warum bist du nicht weggelaufen? Weil es nicht geht, wenn sie nachlädt. Das sah gerade so quasi aus, so ich bleib jetzt einfach stehen, um zu sägen. Nein! Oh, warte mal. Oh ja, Magnum weglegen. Das brauche ich wirklich nicht. Das nervt mich gerade. Ja. So. Nein, wirklich ohne Scheiß. Also ich wollte wegrennen, aber es ging nicht. Ja, ich werde es in deiner Aufnahme angucken. Und ja. Weh, ist es nicht so. Kannst du machen. Jetzt müssen wir nicht wirklich nochmal den ganzen Bereich machen, oder? Also jetzt langsam. Also langsam. Ja, das ist jetzt nicht so geil, weil das heißt, dieser Kettensägen-Typ, der darf uns halt nicht zersägen. Ja, aber du wissen ja Bescheid. Und dass das unser bester Freund ist, das wissen wir ja noch aus der einen Folge. Ja. Brennt einfach alle in der Hölle. Geil, oh Mann! Rastet der Maxi komplett aus. Es wäre so geil, wenn Resi 7 einen Koop hätte. Ja. Hätte oder Fahrradkette. Oder zusammen mit VR aufnehmen und jeder setzt mal die Brille auf bei jeder Folge. Boah, geil. Ich hatte gestern eine mal auf. Fand ich mega gut. Voll krass. Wie lange hattest du sie auf? Ja, nicht so lang. Ich habe einfach nur so ein Dino-Zeug angeschaut. Das ist das Einzige, was ich an der Brille kritisiere. Also ich hatte jetzt einmal die HTC Vive auf und einmal die PlayStation VR. Du, die wird auf Dauer schwer am Kopf. Ja, mir hat die auch nicht so gepasst. Also ich habe sie halt auch mal festhalten müssen. Also das ist so das Einzige, wo ich echt mal gespannt bin, wie das vom Gefühl her dann wirklich auf Dauer wird, ob man das so packt. Also ich finde ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es eigentlich ganz cool. Nur, also erstens war es zu groß, auch wenn ich es klein gemacht habe. Als Frau, wahrscheinlich habe ich so einen kleinen Kopf oder so, ich weiß es nicht. Und was ich halt immer total doof finde, sind es Darmprobleme und Tussi-Probleme. Ich finde es halt total nervig mit Make-up. Ja, da kann ich nicht mitreden. Ja, ist wirklich so. Ich hätte jetzt Haare oder sowas erwartet. Ja, Haare auch. Ich meine, nach schaust du auch mal aus, aber das. Ja, ist egal eigentlich. Aber mit dem Make-up, weil irgendwie hängt dann alles wieder an der Brille dran und das ist halt total doof. Ja. Dann müssen die Make-up-Entferner-Tücher vom Bart neben den Zockerstuhl wandern. Nein, das ist wirklich so. Also darüber macht man sich wahrscheinlich halt nie Gedanken. Weil ich weiß auch nicht, ob da die Entwickler da einfach nicht dran denken und denken, scheißegal, braucht man nicht. Ja, was hätten sie machen sollen? So, ich betätige. Meine Liebe. Was? Was hätten sie machen sollen? Was wäre dein Vorschlag ja, gewesen? Ja, keine Ja, das ist halt schwierig. Das ist total schwierig. Aber vielleicht. Weil Make-up färbt, glaube ich, auf alles ab, mit dem es direkten Kontakt hat. Ja, ja. Anderes Material nehmen, was man gut putzen kann, waschen kann, keine Ahnung. Oder halt natürlich kein Make-up hernehmen. Ha! Das ist natürlich auch geil. Aber. Da ist sonst bei mir an der falschen Adresse. So, also. Wie wollen wir es jetzt machen? Ich dreh. Ach so, ja, drehen kannst du ja. Weil der kam ja jetzt noch nicht. Der kommt erst später, glaube ich. Wenn ich hinten das mache, weil ich bin jetzt gerade beim anderen Ding. Er kommt halt, sobald du da rüber
Ja. Aber da kommen wir nicht drum herum, leider. Weil da hinten das Ventil ist, was wir brauchen. Ja. Oh! Da, der, okay, er kommt bei dir. Lauf weg! Scheiße! Wie komm ich da? Ich komm ich nicht weg. Ich muss da durch. Ich treffe ihn, ich treffe ihn nicht. Geh weg. Er wird dich. Ich hab ihn schon ein paar Mal getroffen. Komm, versuch einfach irgendwie zu mir zu laufen. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Karte aufmachen. Sie ist offen. Ich hab ihn schon. Ich hab ihn jetzt schon echt ein paar Mal ganz gut getroffen. Einfach nicht zersägen lassen. Hinter okay, dir? Ich muss jetzt da irgendwie noch mal rüberkommen. Ich versuch mal das andere noch zu machen, okay? Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Oh, oh, der läuft genau auf mich zu. Der läuft genau auf mich zu. Ja, ich betätige gleich den anderen und dann müsste es eigentlich weg sein, dann können wir laufen. Oh Gott. Oh nein, da kommt noch einer! Die wollen mich verarschen. Betätig's einfach, betätig's, weil bis der zu dir kommt, das dauert Ewigkeiten und ich kletter in der Mitte hoch. Oh nein, der kommt! Da musst du weglaufen. Lauf einfach weg, versuch einfach an ihm vorbeizulaufen. Ich kann nicht weglaufen, glaube ich. Ah. Doch, du hast es. Oh. Lauf einfach. Lauf um dein Leben. Ich lauf dir jetzt einfach rein. Wo bist du? Solange du... Ich bin jetzt einfach... Oh, da ist noch einer. Oh, da sind noch viele. Dort, es passt. Es passt. Wir drücken ja... Oh, oh. Wir müssen durch die Tür durch. Die kommen. Scheiße, die Tür aufmachen. Oh, Alter, verdammte Scheiße. Nochmal, ey. Wie geil. Das hat mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Leck mir doch mal Arsch. Hinter uns. Josh? Shiva? You're alive. Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit. It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Oh nein! Let's save the chit chat for later. Voll die tollwütigen Dinger hier. Na. Hey, verballe nicht meine ganze Muni. Oh nein, ich habe dir gerade eben eine Heilung gegeben. Die wollte ich nämlich gerade verwenden, aber die habe ich vor lauter... Ach so. Habe ich die reingedrückt gerade eben bei der Tür. Ja, ist ja nicht schlimm, solange sie noch da ist. Ja. Warte. Gib sie dir. Oh nein. Keine.
Scheiße, ich habe gar keine Muni mehr. Dann sammel auf. Hallo? Das gibt's doch nicht. Handgranate. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so Schiss vor diesen Kettensägentypen. Normalerweise werde ich nicht so hysterisch, aber wenn die am Start sind, dann... Da bist du, glaube ich, noch entspannter als ich. Ja. Sagt sie ganz kurz recht ja. Ja, klar. Es kommt alles so, wie es kommen muss. Wenn wir sterben, sterben wir. Wenn wir überleben, überleben wir. So einfach ist das. Alter. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Nein. Vorher war ich nicht so entspannt. Nein. Ich bräuchte mal... So. Oh, da kommt ein Dicker. Ganz dicker. Ich brauche Muni. Ja, nicht nur du. Ich habe nichts mehr. Ja. Toll. Auf der anderen Seite von mir ist, oder? Schnell rein. Wo ist es? Du läufst komplett... Einmal. Was machst du? Du stehst genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Anni, willst du mich gerade verarschen? Du läufst dreimal am Eingang vorbei. Geil. Das hast du jetzt absichtlich gemacht. Das kannst du mir nicht erzählen. Nein. Nein, habe ich nicht. Nein, wirklich nicht. Unfassbar. Ey, unfassbar. Nee, das ist... Ja. Ich bin seltener gemeint zu meinem Honey, aber wie kann man so blind sein? Total! Ja, lecko mir! Leck mir mal, läuft ja. Da dreimal im Eingang. Ich find's nicht. Das erste Mal vorbeigelaufen. Das zweite Mal vorbeigelaufen. Gibst du mir auch mal Muni, bitte? Alter. Ich hab keine Muni. Da liegt ja keine Muni. Du hast doch gerade eine aufgehoben. Ja, eine, aber ich habe ja selber keine mehr gehabt. Ach so. Ich pop's mal die Hand. Außerdem ist das eine Handgranate. Ach, zu gut einfach nur. Ein Genuss. Ich wollte einfach ein bisschen Stimmung machen. Das ist dir definitiv gelungen. Gewehrmuni. Du kriegst Gewehrmuni. Ne? Das ist nett, ja. Aber ich kann, glaube ich, keine Gewehrmuni mehr aufheben. Achso. Warte, dann gebe ich dir... Ich gebe dir ein Ei. Geiler Tausch. Du hättest das Ei auch geben, nehmen können. Essen können. Ich hatte heute schon Eier. Hatte ich sogar, wirklich. Ich habe keine Muni mehr, das ist ja doof. Nehme ich die Mine auf. Folge einfach uns, wir beschützen dich. Ja? Bis Muni da liegt. Oder auch nicht da liegt. Oh Mann. So, mal gucken. Natürlich, kein Problem. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, ich und du muss... Und du hast keine Muni, gell? Nee, aber da unten ist ein Fässer. Oh, wie komme ich da runter? Das wird jetzt... Gar nicht. Du kommst nicht mehr runter. Du musst hier bleiben. Das muss ich jetzt alleine irgendwie regeln. Das ist nicht toll. Spar dir den Muni für den Großen. Wenn die runterkommen, gehe ich mit dem Messer drauf. Oh nein! Au, ich brenne!
Ja, aber was willst du machen gegen den? Ich bitte dich, so schnell tötet man den nicht. Also so schnell tötet man ihn einfach nicht. Sollen wir hier mal ein Päuschen machen? Oh, stimmt, ja. Da haben sie recht. Ja. Also, liebe Leute, wir machen Pause. Wir machen uns Gedanken, wie wir diesen großen Fetten da irgendwie besiegen. Ich glaube, wir machen uns keine Gedanken. Wir hauen einfach drauf und schießen drauf. Ja, doch, du kaufst dir jetzt hier Muni von dem Geld. Wenn das geht doch, glaube ich, irgendwie, oder? Hä? Wo kannst du Muni kaufen? Egal, wir machen jetzt ein Päuschen. Lasst uns ein Däumchen da und schaut das nächste Mal wieder rein, wenn ihr sehen wollt, wie wir rumfailen bei dem Fetten. Und ja, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Jo, bis dann. Tschüssi. Ciao.